Ein Hähnchen, kommen Sie mit! Oh, wie geil. Wer schon mal in Japan war, das sind immer die Durchsagen. Das klingt zu doof, aber das hört man so oft sowas. In Japan gibt es irrsinnig viele Musik, viel Musik in den Stationen. Oh, morgen Regen! Ah! Das Horoskop von heute! Sie sind alt! Was noch Neues? Ah! Adasha her! Babsi im Lotto gewonnen! Ah, nicht schlecht! Wie wird's Wetter morgen? Ah, 18 Grad bewölkt. Herrlich. Jetzt müssen wir bald da sein. Ah, ein Inserat. Einsamer Mann sucht Freund. Ah ja. Jetzt müssen wir bald da sein, Scheißdreck hier. Hier ausschaut in der U-Bahn, überall Dosen da. Wirklich in der U-Bahn. Wirklich schmutzig ist da, wirklich. Warum liegt der Klopapier unter meinem Sitz? Ich schon nix. So, wir gehen. So, Monk, wir gehen. So, was? Ich steh auf, Scheißdreck da. Lolalei, danke für den Pünzel! Weil ich heute Geburtstag habe. Oh, Lolalei, alles Gute zum Geburtstag, mein Hübscher! Wie alt? Ja, heute du bist nicht der Einzige. Wir haben ein paar im Film gehabt, die haben auch schon Geburtstag gehabt. Lolalei, wie alt sind wir denn geworden? Schön, dass du da bist, Lolalei. Danke für den Pünzel. Alles Gute von mir, vom Chat. So, Chat. Okay, also. Wer kennt dieses Spiel nicht? Weil ich hatte, hey Lola, alles gut, cool. Also in dem Spiel geht es darum, du musst Unterschiede suchen. Ne? Du musst Unterschiede suchen. Du musst dir den Waggon anschauen. Und ich glaube, wenn du einen Fehler entdeckt hast, gehst du in den Waggon weiter. Wenn du keinen, glaube ich, gehst du zurück. Ich glaube, so wird es sein. Why don't you make your own original stuffed animal? Okay, also es ist ein Spiel, ein Anomaliesuchspiel. Du musst in diesem Spiel rausfinden, wo Anomalien sind. Was hat sich geändert? Ist dieses Bild anders? Ist das anders? Ist das anders? Und, und. Na, du musst so ein bisschen den Unterschied finden. Du musst so ein bisschen rausfinden, so, hat der Dude ein Handy? Also, so, oder? Ich glaube, dass es so ist, ne? Aber was ist, im ersten Raum ist immer alles gleich, aber ist alles so, wie es sein soll. Und erst dann fangen an, sich Sachen zu ändern. Ich frage mich aber, gibt sie keine Anleitung? Sieht schwierig aus, 6 und 8. Die Fahrscheine bitte, Chat. Ich hoffe, ihr habt alle einen Fahrschein mit. Chat. Chat, Fahrscheine mit? Kann ich donaten für jedes Nein. Selbst im RL Japan ermutigt. Rotes Licht? Ich glaube, das ist ein Fehler. Muss ich jetzt zurückgehen? Was, wenn ich jetzt weitergehe? Hä, wo steht denn die Erklärung von dem Spiel? Gibt es hier keine Erklärung? Ich habe mein Semesterticket, deutschen Ticket von Schule gesponsert. Code, brav. Was ist ein Fahrschein? Sammy, du fährst schwarz? Bist du so eine? Next E Ichigasaki. Wo bin ich denn? Ah! Ah, und hier sehe ich, ob ich weitergekommen bin oder nicht. Ah, das sind die Level. Okay, also ich bin bei Reizen. Und die nächste müsste... Okay, die nächste.
ich habe immer Fahrschein, weil ich mag diese, ich bin immer zu nervös, wenn ich keinen Fahrschein habe, dass ich erwischt werde. Was auch, also ich fahre nie schwarz. Ich habe immer Angst davor, erwischt zu werden. Ich bin so ein, ich mag diese Aufregung nicht so. Okay, warte. Habe ich jetzt was gesehen? Ist das nächste jetzt Nino Zuka? Nee, immer noch Ichigasaki. Hä? Warum wird die... Oh, ich kann nicht zurück. Hä, warum kann ich zurück? Okay, also ich schaue mir mal alles... Hä, das sieht aus wie vor aus einem Anime-Spiel. Ich bin auch nervös, wenn ich ein Ticket habe. Ich verstehe nur nicht so recht, wann es losgeht und was ich machen muss. Also ich muss Unterschiede suchen. Ich kann in dem Spiel wunderbar mit die Hiragana üben. Bin, glaube ich, einmal im Bus schwarz gefahren vor 10 Jahren oder so. Warte, ich gehe mal ins nächste. Oder ist es nur Tutorial und irgendwann geht's dann los? Hallo Sie! Hallo! Haben Sie mal einen Euro? Möchtest du ein Holy haben? Oder ein Koro? Schlaf gut alle. Ey, gute Nacht, sehr gefreut. Danke, dass du da warst. Hey, das hat sich jetzt aber geändert. Moment, das war das vor auch schon? Nee, Blödsinn. Anime, warte mal. Anime. Kobe Maritime Museum. Plüschtier. Anime. Merken wir uns das. Garten. Boah, wie soll ich das alles merken? Mann, der sein Shampoo mit Gesicht wäscht. Frau, die erstaunt ist, was ihr Handy alles kann. Das, hier, dass man ein bisschen Abstand nehmen soll. Apple at Lover, wenn der Stream losgeht. Glühbirnen. Okay, das müssen wir uns alles merken. Warte, wie viele Sitze? 1, 2, 3, 4. 4 Sitzreihen. Auge. Essen. Computer. Entschuldigen Sie mal. TRPG. Okay, Anime. Doktor. Damit wir alles mal gesehen haben. Ja, wir schauen uns alles an. Ich kann auch nicht zurück wahrscheinlich, oder? Nee. Okay, ich glaube, wir sind noch im Tutorial-Level. Ist, by the way, ein Horror-Game. Ist nicht der krasseste Horror, aber es ist ein sehr schönes Spiel, was man super mit dem Stream spielen kann. Das, glaube ich, war auch neu. Muss ich jetzt zurück? Nee, kann ich nicht. What the fuck? Shit! Es nebelt! Wird die Nebelmaschine angemacht? Ich muss raus. Hä? Kukuto, ich wollte nach Simmering. What the fuck? Ist das Silent Hill? Hey, Soldat! Soll das so? Oder bist du gerade ein Easter Egg oder so? Hab ich das Spiel falsch eingeschätzt? Oh Gott. Nee, das muss aber so sein, oder? Bin ich jetzt im Limbo? Verlauf dich nicht, zu spät. Hä, wohl? What the fuck, wo bin ich? Die Stromleitung. Ich gehe von der Stromleitung nach. Die wird schon irgendwo hinführen. Oh, bin wieder da. Hä? Can't go home. Okay, ich kann nicht da. Warte mal. Kommt jetzt der Zug? Keiner will mich. Keiner nimmt mich mit. Planlos durch die Nacht. Was soll der? Wiederholt sich das auch alles? Oh, jetzt wird es wieder Dingsel. Hä?
Ah, war da eine Stromleitung? Lauf doch noch ein bisschen. Ja, ich find's hier. Ja, ich lauf rum, ich lauf rum. Oh, ich komme immer wieder zurück. Das sind die Gleise. Ich könnte jetzt ein cooles Emo-Foto machen, wo wir vor bei Emos waren. Und dann schreibe ich drunter Love, but not for me. Da haben auch viele immer Bahnhofsfotos, Gleisfotos gemacht, ha? Braucht's mir gar nicht sagen, ich weiß, dass es so ist. Willkommen in Duisburg Hauptbahnhof. Hogwarts Express oder ich weiß ganz genau, dass irgendeiner von euch auf Gleisen gesetzt und ein cooles Foto gemacht hat. Ich weiß es doch. Purple Element, du warst. Ganz sicher. Der Monk auch. Und jetzt tut. Ich weiß es doch. Aber das macht nichts. Ey, es ist voll. So, weiß ich, finde Trends immer cool, weil es tut niemandem. Weißt du, es ist alles. Ich finde, ich liebe alles, was niemandem schadet, ja? Egal was man macht, wenn es niemandem wehtut und niemand leidet drunter, ist doch alles nice, ja? So, man ist immer so sauer auf so unnötige Sachen. Aber ich finde, das ist mir scheißegal. Ich finde, solange es niemandem wehtut, ist doch lustig. Ist doch alles cool, ja? Es gibt eh gerade so viele schlimme Sachen, da muss ich mich über das auch noch ärgern. Sieht aus wie verlassene Gleis. Ja, aber wo kommt jetzt der Zug? Putze am Gleis 4, die Dame möchte bitte von Gleis 4 abholen. Ich geh mal da lang. Also, Leben und Leben lassen. Genau, richtig. Gerade in der heutigen Zeit, wo ja wirklich, also da machst du die Nachrichten auf, denkst auch, ich mach wieder zu. Da muss man sich doch nicht unersinnlich auch noch in die Fresse hauen, ne? Untereinander. Also, es reicht doch, wenn ich die Zeitung aufmache. Hallo, Joko, mein Schatz. Warte, kommt der Zug vielleicht, wenn ich da kurz stehen bleib? Ich glaube, ich bin jetzt im Limbo, oder? Limbo ist ja so das Nix. Ich glaube, so im Buddhismus gibt's das ja auch, ne? Ich glaube, im Buddhismus ist ja, wenn du stirbst, kommst du ins Nichts. Weil Leben ist, glaube ich, Leiden. Glaube ich, oder? Julischka. Na, da haben wir sie doch. Julischka, meine Hübsche, wie geht's dir? Wie war dein Tag? Erzähl mal alles. Was gibt's Neues bei dir? Was machst du? Wo ist denn dieser Scheißzug? Nee, Limbo heißt es. Hallo? Was muss ich machen? Ganz ehrlich, weißt du, was ich machen muss? Wenn du Nimbus. Nee, Limbo. Sieht aus. Also es kommt kein Zug. Und auch kein Autobus. Ich weiß nicht mehr, was ich mag. Ich gehe ungern zu Fuß. Ja, Babbelkönigl! Sollte diese Pose in Discord auftreten, wenn ich das. Ja, aber ganz ehrlich, ey, das Spiel kann ich doch nicht neu starten, oder? Also es muss ja irgendwie weitergehen. Also ich meine, gutes Grundstück, da kann man schon das Haus bauen, aber. Aber was mache ich jetzt hier? Ich will das Gleis. Ja, alte 4, nee, oder? Nee, es muss doch. Ist das Spiel jetzt hier vorbei? Also, wenn man Fehler macht, ist es wirklich hier vorbei? Ist das so? Ist das ein Ende? Oh! Das ist ein Ende! Hab das Game sowohl bei Pan als auch bei Doni gesehen und erinnere mich nicht an diesen Part. Ich hab schon irgendwie geheimes Ende freigeschalten. Oh, natürlich! Also, wenn das so ist. Die Gleise entlang laufen, komme ich wieder zurück. Ich glaube, im Buddhismus kommt man, wenn man stirbt, ins Nichts. Und ich glaube, ich bin gerade im Nichts. Und da gibt es ja keinen Anfang, kein Ende. Es gibt einfach das Nichts. Und ich glaube, das soll das Ende quasi symbolisieren. Es gibt keinen Ausweg. Du bist im Nichts. Es gibt nichts. Du bist im Nichts. Da gibt es kein Weiter. Ich glaube, das Spiel soll das. Das ist, glaube ich, wie so ein bisschen Easter Egg auch, ne? Würde ich jetzt mal sagen. Vielleicht ist es auch völliger Blödsinn, aber. Ich kann das Spiel neu starten. Wenn, also, ich glaube, ich habe irgendwas gemacht, anscheinend.
Epic! Epic! Also ich habe anscheinend irgendwas gemacht. Okay, ich mache einfach nochmal Neustart. Aber ja, es ist wahrscheinlich ein Ende, nehme ich an, oder? Okay, ich glaube, das war ein Ende. Im Buddhismus gibt es Reinkarnation, aber ich glaube, du wirst nur so lange reinkarniert, bis du ins Nichts kommst. Also du kommst immer wieder hin, aber du musst im Leben so viel so und so viel Sachen machen, bis du wie ins Nichts kommst. Das ist das Ziel. Habe ich, glaube ich, mal gehört. Deine Oliver hat gerade bestellt. Ja, Zitronen, ich würde es dir nicht empfehlen, wenn ich dich selber geil finde. Du siehst, ich trinke die ganze Zeit. Die Noah trinkt. Ich habe meinen Vater Holy bestellt. Zu Weihnachten, wirklich. Freunde von mir haben Holy bestellt. Die waren bei mir, ich habe den probieren lassen. Also wird dir schmecken, ganz sicher. Sag's mir aber gerne, sag ehrlich deine Meinung. Aber freu mich. Soll ich sagen, was das gerade war? Nett, ich sag gerne. Was war das gerade? Vielleicht kannst du erklären. Hab gerade Holy bestellt, kommt hoffentlich morgen. So schnell, Sandy, komm, wirklich? Wenn du gestern bestellst, komm morgen, Sandy. Lass das schmecken, mein Schatz. Aber schon, ist ein Ende und schaltet eine Errungenschaft frei. Das ist okay, aber trinke auch gerade mega lecker. Im Buddhismus möchte man auf dem Wiedergeburtstag raus. Genau. Hab nur wegen dir mit Holy angefangen. Okay, aber ganz kurz. Ich kann dann aber nicht zurück. Wie habe ich das Ende freigeschalten? Es steht ja auch nicht hier. Es steht ja auch nicht, wie habe ich das Ende freigeschalten? Und was kann ich anders machen? Weil ich kann ja nur in eine Richtung laufen. Zurücklaufen geht ja nicht, oder? Das war, weil du ausgestiegen bist. Das hat das Game auch gesagt. Du hast nur den entscheidenden Hinweis nicht gesehen. Okay, dann sehen wir, dann kannst du kommen. Achte auf das Schild, wenn du ins nächste Abteil gehst. Auf welches Schild? Also ich darf nicht aussteigen. Ach so. Was steht denn an den Türen? Ja, das habe ich schon gesehen. Reit. Ah. Aber wo bin ich ausgestiegen? Okay, ich darf nicht mehr. Mir hat Holy geholfen von dem ganzen Zuckergesöff, nur noch auf Wasser und irgendwas zu switchen. Danke dir. Oh ja, geil. Nice. Aber hast du kein Holy dann mehr? Das ist ja auch scheiße. Nee, alles gut. Nur Wasser ist natürlich besser. Aber wenn du auch. Aber wir wissen alle, dass auch Fast Food ohne Fast Food ist auch besser. Aber es macht ja Spaß. Es ist ja irgendwie auch schön und ganz nice, auch mal was mit Zucker, mit was Süßes zu trinken und so, ne? Und da ist halt Holy sehr geil, ne? Es ist halt nur, dass in den ganzen Zuckergetränken, also in den ganzen Cola und sowas, scheiße viel Zucker drin ist, ne? Direkt an der Tür das Weiße. Du meinst das da oben? Okay, wir gehen einfach weiter. Darum und zu könnte ich mir schon Holy. Ja, ja, voll. Es geht ja nur darum, es zu reduzieren. Okay, warte. Steht jetzt das nächste Ichigan? Nee, immer noch reizen. Vorne und hinten an den Türen. Da ist nicht Raucherbereich, by the way. Vorne. Ah! Do not proceed the next car until the anomaly in the sky has disappeared. Lol, da stehen... Ich bin so doof, Chat. Wir machen nochmal neu. Da stehen Schilder natürlich, die habe ich nicht gesehen. Wir machen nochmal neu. Wir machen heute bis 12. Wir haben noch Zeit. Wir sind verliebt. Ist in Ordnung. Da vorne stehen Schilder natürlich, die habe ich nicht gesehen. Wie lautet nochmal der Code? Käferchen, Putzi 5 für 5 Euro für deine erste Bestellung. Putzi 5, P-U-T-Z-I 5 zusammen. Steht aber jeder. Hier, bei der Nightbot schreibt. Oder Putzi für 10%. Was sich am ersten für dich lohnt, musst du dir ausrechnen, ja? Putzi 5, 5 Euro für die erste Bestellung oder Putzi für 10%. Okay, so jetzt aber. Chat, jetzt haben wir es. Versucht er schon seit 10 Minuten. Roromir, oh sorry, ich überlese immer. So, der Roromir ist wieder sauer. Warte mal. Okay. Please check electric signs. Okay, bitte schau auf die elektrischen Dings. Okay. Sorry, Roromir, du kriegst einen Kuss auf der Gamescom. Okay, electric signs, elektrischen Tafeln. Okay, hier. Kenne ich ja schon, Roromir, es tut mir leid. Reizen. Wir steigen Reizen aus, Sammy. Nicht, dass du wieder einpennst. Wir steigen aus, Pixel Pony. Habe ich ihn heute noch nicht gegrüßt. Oh, warte. Was stand da? Was stand da jetzt? Ah, nix. Okay. Electric Science. Ichigasaki. Okay, Ichigasaki. Jetzt habe ich Lust auf Folie. Putzzeug, welche Sorte soll ich trinken? Pfirsich, Zitrone. Pfirsich, Zitrone. Ich trinke auch gerade Zitrone. Okay, jetzt wissen wir. Ichigasaki.
Ich bin nicht, esse gerade karamellisierte Birnen. Och, Sammy, sag doch sowas nicht. Okay. Ichigasaki. Ichigasaki. L1, Levelstation 1. Okay. Hör mal, wo steht dann was Neues? Schau nicht zurück. Oh, no! Okay, das passiert, wenn ich es doch tue. Oh Gott, wie krass war das jetzt? Wie neu ist dieser Teil? Ist bei der Umi 3 Wochen? Also relativ neu. Hä, wie geil! Das war ja ultra cool! Ich wollte aber schauen, was passiert. Okay. Bin ich immer noch Tutorial? Okay, Electric Science. Okay, check Electric Science. Reizen. Das wirkt aber sehr cool, das Spiel. Also wirklich. Ich mach nur für Thumbnail. Okay, ich hab mich ausgeschränkt. Ja, voll. Okay, Ichigasaki. Jetzt hat's geflackert. Soll ich jetzt zurück? Oder soll ich warten, bis es weg ist? Entschuldigen Sie, wir haben ein Gebrechen. Es tut mir leid. Er lässt sich aber auch nicht bieren, gell? Ihm ist auch wurscht. Gell? Seit dem 1. April, die bekommen alle nichts mehr mit. Die Jugend, nur am Handy, bekommen nichts mehr mit, was da ist. Kannst machen, was willst. Nichts bekommen sie mit, die ganze Zeit am Handy. Immer mehr Dipseln, immer TikToks. Kriegst nichts mehr mit. Erstmal ein Social Media Video machen, gar nichts da. Nichts bekommen sie mit, die alle mehr. Und das wird Zaumkrampf, Lola, allein. Schau, wie es da ausschaut. Mit euch kann man nirgendwo hingehen. Aber muss ich jetzt raus? Ich weiß nicht, wann ich... Zurück kann ich ja nicht. Ninozuka. Was, kann ich aber auch zurück? Ich verstehe irgendwie nicht, was ich machen muss. Der schaut gerade Stream. Ah, der schaut gerade meinen Stream. Ja gut, wenn es so spannend ist. Do not proceed to the next car until the anomaly in this car has disappeared. Oh, geh nicht weiter, bis die Anomalie hier verschwunden ist. Ja, aber welche Anomalie? Du musst die Anomalien überleben. Ach so. Aber welche Anomalien? Was ist denn ein Anomalie? Bist du eine Anomalie, ha? Du keine halbe Portion. Aber woher weiß ich denn, was die Anomalie ist? Aha, der Bruder vom Wackeldackel oder wie, ha? Gesehen. Mit meinen Augen habe ich das gesehen. Easy. Gut. Ich glaube, das war ein Anomalie. Wir gehen weiter. Was ist, wenn ich jetzt... Sterbe ich denn, oder? Ich bin unter Wasser. Blub, blub. Ah, ich hätte laufen müssen. Okay, aber man will ja auch ein paar Anomalien sehen. Man kann sterben. Kevin, mein hübscher Kerl, wie geht es? Ist schön, dass du da bist. Man kann sterben. Okay, das wollte man wissen. Passt. Ey, das ist aber ein geiles Spiel. Geh vielleicht aus dem Weg, vielleicht will er sich hinsetzen. Jeden Montag nach der Arbeit. Daher, ich weiß, der erste Arbeitstag ist immer der schwerste, gell? Der erste Arbeitstag nach dem Urlaub. Ich weiß, wie es ist. Ich weiß es, ich kann es verstehen. Ja, ich weiß, man ist nicht mehr sich selber, aber man. Kann ich ihn berühren? Oh, jetzt hat er was gemerkt. Jetzt denken wir sich, was ist?
kann mich töten auch? Fühl ich. Was mache ich mit ihm? Was mache ich mit ihm? Er macht nichts. Er umarmt mich aber auch nicht. Such mal sein Handy. Stimmt, er sucht vielleicht sein Handy. Warte, ich such dein Handy. Warte mal. Bleib da stehen, ich hab's gleich. Sucht er sein Handy? Stimmt, vielleicht sagt die Jugend, ohne Handy geht gar nichts mehr. Die sind da draußen im Delirium. Jetzt haben wir ihn hingesetzt. Warte mal, muss ich ihn auf seinen Platz? Warte mal, hier saß er doch immer. Setzt er sich dann neben mich vielleicht? Er will nur nach Hause. Komm, setz dich zu mir. Man muss ja nicht stehen, ha? Man kann ja auch einfach das Leben genießen, ha? Nix. Hallo, Herr Waldmann, wie geht es Ihnen? Aber was muss ich jetzt wirklich machen? Einfach weitergehen? Such lieber seinen Kopf erstmal. Ja, aber wo soll ich denn... Wo gehe ich denn her? Was, wenn ich jetzt einfach weitergehe? Ah! Das fand er nicht so geil. Hä, wie geil ist dieses Spiel? Ich liebe es. Du Dreckschwein! Hey, das ist super lustig! Cody Schmody, das ist aber geil bis jetzt! Finde ich wirklich gut! Okay, check die Dings, okay, check ich, ja? Hey, wie cool! Oh, ich mag's voll gerne! Da ist er wieder! Aber ich weiß nicht, was ich machen soll mit ihm! Warte mal, suche ich wirklich seinen Kopf? Soll der irgendwo sein? Boah, jetzt bin ich wieder wach. Andrea, meine Hübsche. Warte mal, wo ist denn der? Nee, zurück kann ich nicht. Hä, aber wo... Ist vielleicht der Kopf irgendwo in so einem Lüftungsschacht drin oder so? Hallo, Jill, bitte. Hallo, mein Schatz, wie geht's? Weiß nicht, wovon ich mehr schrecke vom Spiel und putzig schrei. Also, er saß hier, oder? Hier, glaube ich. Du musst an ihm vorbei? Ja, aber das habe ich doch gemacht. Ich kann doch an ihn vorbei. Easy, da. Und jetzt? Was steht denn über der Tür? Stimmt. Lunzelot, danke fürs erste Monat. Herzlich willkommen. Dankeschön. Danke fürs erste Monat. Gebt zwar den Lunzelot ein paar Kakteen. Der ist neu. Herzlich willkommen. Im Spiegelbild vom Fenster. Ah, hier saß er immer. Wann muss ich mich da einfach hinsetzen? Stimmt, da im Spiegelbild ist er gesessen. Putzi, warum schaue ich mir das an, wenn ich so schräg auf bin? Ja, weil das Spaß macht. Weil du den Drill liebst, du. Was vielleicht geht's? Ja, setz dich doch hin. Du darfst dich nicht berühren. Wenn du berührst, stirbst du. Ah, hä? Also ich darf nicht vorbei, ich darf ihn nicht berühren. Okay, ich mach nochmal. Ja, den Spiegelbild habe ich gesehen. Aber warte mal, er darf mich nicht berühren? Und was mache ich dann? Einfach weitergehen? Ich mag das Spiel auch voll gern, auch wenn man nicht ganz... Och, Tragödie, Tanja, da ist sie doch, meine Hübsche. Danke für 5 Euro, wie geht's dir? Tragödie, Tanja, was macht die Gesundheit? Erzählen Sie mir alles. Herzlich willkommen. Danke, meine Hübsche, schön, dass du da bist. Und nicht zurückschauen. Was, wenn ich stehen bleibe? Okay, er ist hinter mir. Da geht was. Nicht ganz neu, du stehst dazu. Ey, Lancelot, schön, dass du da bist. Okay. Okay, er ist nicht mehr da. Nach Modi rufen. Ey, vielen lieben Dank, Regenitali, danke für die Woche. Herzlich willkommen. Dankeschön. Wie geht's denn, meine Hübsche? Wenn du berührst, bleibt man vermutlich stehen. Ach so, soll ich ihn? Ich habe mich hingesetzt, bis er vorbeigegangen ist. Und dann?
Nächste Woche Bestrahlung jeden Tag, 4 Wochen lang. Oh, danke, Tanja. Das ist nicht scheiße, gell? Die ist so hartnäckig, der Dreck, gell? Ey, ich hoffe, dir geht's. Ich hoffe, du hast bald eine Ruhe. Ich wünsch dir mal ein. Dreck, Tanja, komm, wir machen so. Ich wünsch dir mal ein Jahr kein Krankenhaus, hä? Das wäre doch ein Deal. Ichigasaki? Einfach weiter? Ah ja, okay, passt, passt, passt. Ichigasaki und hier. Geh nicht. Achso, hier die Anomalie finden. Ist es wieder dieselbe? Nee, ist eine andere. Ist eine andere Anomalie. What the fuck? Ja, ich wünschte, dass sie niemals kein Konto. Ja, aber. Aber ich sag so, ein Jahr reicht jetzt mal. Weißt du so? Natürlich. Aber jetzt so mal. Das Krankenhaus muss man immer irgendwann, ne? So, aber es wäre mal schön, wenn sie ein Jahr eine Ruhe hätte. So, ne? So war das gemeint. Aber natürlich wünsche ich ihr, dass sie nie ins Krankenhaus muss, klar. Aber jetzt so mal. Aber irgendwann wird man wieder müssen und es wäre aber jetzt mal schön, wenn sie jetzt mal Ruhe hätte. So meine ich. Patzi, schlaf gut, mein Hübsch, danke, dass du da warst. Ich hoffe, dir hat Spaß gemacht. Ich hoffe, der Blau war brav. Hä, wo ist die Anomalie? Seht ihr die? Hä, wo ist die Anomalie? Bis Donnerstag, by the way. Donnerstag spielen wir ein sehr geiles Spiel. Der Luchmose ist schon ganz nervös. Und die Bettili auch. Hä, wo ist es? Ey, Patzi, danke dir. Hä? Ich sehe die Anomalie nicht. Oh. Ich hab sie gefunden. Okay. Donnerstag bin ich pünktlich. Ja, ja, ich zittere schon, ne, Mirko. Nino Zucker? Warte mal, wird mir immer gesagt, wenn eine Anomalie im Raum ist oder nicht? Oder muss ich einfach selber schauen? Es wird mir immer gesagt. Okay, 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 okay. Also ich kann einfach so lange weiter, bis mir dann wieder gesagt wird, was ich tun muss. Nino Zucker, okay. Schon. Ist ein bisschen verwirrender als Exit 8, muss ich sagen. What the fuck? Oh! Ah! Hoppala! Wir haben leichte Turbulenzen! Chat, festhalten, festhalten! Festhalten, deswegen sind die Stangen da! Chat, festhalten! Ah, ich geh halt fest! Wie, einfach weiterlaufen? Ich glaube, wir sind in der Raketen drin. Scheiße. Ready to take off. Ich glaube, ich kann jetzt mal weitergehen. Do not look. Ich soll nicht anschauen. Nicht ihn anschauen. Nicht ihn anschauen, steht da oben. Aber ich muss durch. Kalukizune. Ich schaue ihn nicht an. Ich schaue ihn nicht an. Das ist so wie wenn man damals beim Bundesheer duschen gegangen ist. Man schaut nicht auf den Zug vom anderen, aber man möchte schon. Einfach nur so, weil es da ist. Es ist wie ein Unfall, wenn wir einfach hinschauen kurz. Aber man weiß, wenn man es jetzt tut, dann könnte das ein falsches Signal geben. Weißt du, was ich meine? Oh, Lutsüchtig, danke für den Raid, Mensch, schön, dass du da bist. Wie geht's dir? Dankeschön! Danke dir! Ey Ludwig, was hast du gemacht? Schön, dass du da bist! Wenn ich nicht sehe, sehe ich es auch nicht. Ja, man macht. Ja, man will, also man will, aber man schaut halt automatisch hin, aber man denkt sich nichts. Heute aber eigentlich nicht mal. Weißt du so? Wenn ich es nicht sehe, sehe ich. Okay, ich glaube, ja, Shirakawa. Warte mal, Shirakawa ist richtig? Ja. Anchen, danke fürs 16 Monate, herrlich, herzlich willkommen. Dankeschön! Danke, Anchen! What the fuck war das gerade? Ich hab... Komm näher.
Was mach ich jetzt? Sie kommt näher, was mache ich? Ich glaube, er immer nichts. Ich glaube, das immer auch gerade. Was mache ich? Die kommt immer näher. Tim, was mache ich? Da! Kommt die wieder zurück? Ah, okay. Sayonara, du Betrüger! Oh. Patsy, danke für 5 Euro! Ey, Nummer X hab ich ja auch schon durchgespielt. War gut, gell? Lohnt sich, fand's gut? Putzi, danke dir immer für deine Streams. Du weißt doch, wie sehr ich deine Streams liebe. Apple ist immer brav, natürlich bis Donnerstag guter. Ah, Patsy, danke für den Follow, vielen Dank. Dankeschön für den Support. Patsy, gute Nacht und danke, dass du wieder da warst. Schlaf gut, meine Süße, traum was Schönes. Und du Drecksau! Aber wir sind fast durch, oder? Wenn wir bei der 6. Station Mugge sind, wir sind ja fast durch. Haben wir es fast durchgespielt? Ist das Spiel so kurz? Oh, hallo. Das ist aber komisch. Wie lässt... Scheiße, fang ich wieder von vorne an. Da! Boah, Franzi, Party im Auto! Oh! Hältchen, ich hab mir angeschissen, hab ich mich! Okay, nochmal! Oh, nix, okay. Hab ich mich vorher zu viel zu fassen, nur Sandrulieren, tut mir leid! Oh, es wackelt! Es hat vorher nicht gewackelt so stark. Ich glaube, wir sind in der Kurve, ich glaube, in der Schieflage. Ja, ist schon mal leid, Chat. Muss ich das anschauen oder was muss ich machen? Ich habe meine Perlen. Nein, ich habe immer. Da stand doch was Eindeutiges. Ja, aber ich wollte es anschauen. Ah, es hat wieder aufgehört. Okay, Ikigasaki 1. Okay, war alles richtig gemacht. Kevin, wie geht's mit Raffi? Wie geht's euch beiden jetzt so hübsch? Licht? Oh Gottes Willen. Entschuldigen, Sie sitzen auf meinem Platz, ich habe eine Reservierung. So fühlt man sich zur WM. Nur stehen in der Mitte auch welche und alle sind laut. Okay. Oh ne. Was muss ich tun? Also ich muss überleben. Ich komme nicht durch. Ich kann nicht zurück. Warte mal, schaut einer anders aus? Und den muss ich vielleicht finden? Wer von euch sieht anders aus? Ha? Wer von euch hat noch kein Prime Sub? Ha? Ich find sie alle. Wer von euch hat kein Prime Sub? Ha? Hallo, Pastor of Asgard, mein Schatz, wie geht es dir? Wer ist es? Ich erwische sie alle. Vielleicht hinsetzen. Ja, wohin denn? Ach so. Ich setze mich doch. Okay, dann setze ich mich dazwischen. Hier. Aha! Da ist Stahlhelm. Danke für 6 Monate, Stahlhelm. Vielen Dank, herzlich willkommen. Ah ja. Da ist Stahlhelm was. Ich habe ihn schon gefunden. Stahlhelm, danke für 6 Monate, herzlich willkommen. Ich sitze. Und jetzt, wann sind wir da? Purple Element. Nee, mir ist leider kein Platz weg. Mehr frei. Hä? Geh ich mal wieder hin? Bewege ich mich nicht? Hä? Dazwischen setzen, aber ich sitze. Ah, die Tür ist jetzt offen. Ah, ah. Ah. Hey, ich mag das Konzept. Man muss nur sagen, leider ist das Spiel sehr einfach. Also ja, es gab ein paar Sachen, aber ich will ja auch immer schauen, was passiert. Ich würde es gar nicht beim ersten Run durchspielen wollen. Weil ich finde, das
Das Spiel profitiert von den Erscheinungen. Du willst wissen, was hat sich der Entwickler einfallen lassen. Das ist das Spiel. Man will es gar nicht durchspielen so schnell. Du bist ein bisschen hektisch für diese Version. Hä, wieso gar nicht? Ich bin die Ruhe-Person. Deswegen schauen die Leute meine Streams an, um abzuschalten, um einzuschlafen. Ja, damit's auch... Kevin, what the fuck bist du denn? Lubjoko, dankeschön fürs Gift jetzt ab. Finde mich. Hier kommt Putzi. Wo bist du? Hä? Wo bist du? Chat, ihr könnt's aber auch umgekehrt. Ihr könnt's auch Putzi finden. Habt ihr nicht damit gerechnet, ha? Ihr kleinen Stumpelzen, ha? Goldfurz, hast mich gesucht? Hast schon Angst gehabt, dass ich weg bin? Aber Goldfurz, ich gehe nicht ohne dich, du weißt. Ich gehe nicht ohne dich. Du weißt eh, wenn es ist, du kennst mich. Ha? Oh, Scheiße! Das wäre aber ein Schreck, kleiner blöde Kuh. Gut, hab dich gefunden. Ist aber gefährlich da draußen. Megan, jetzt haben wir Schreck. Leroy, ich bin für dich da. Leroy, danke auch nochmal für deinen Support von vorhin. Vielen lieben Dank. Und schön, dass du da bist. Ich kann mal... What the fuck? Oh, ich hätte nicht weitergehen dürfen. Ich hab's richtig gemacht. Danke, Flamingo. Danke für 3 Monate. Ich hab's richtig gemacht. Ich will immer schauen, was passiert. Natürlich. Aus der Bahn! Limoschini, ja, danke dafür, du Dame. Ich hab dir Spaß gemacht. Chat aufschreiben. 894. Oh. 8 rechts, 9 links, 4 rechts. Oh, ich muss 8 Dings in eine Richtung, 9 in die andere, 4. Chat aufschreiben. Warte mal, ihr müsst aber mitzählen. 1. Warte mal. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ich glaube, das ist, oder? 2, 3, 4. Da! Hä? 8? Warte mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Das ist es doch, oder? 9? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Und 4. 1, 2, 3, 4. Das ist halt die Großraumhirnrinde, die was im Kopf hab. Die Synapsen sind zu groß. Easy. Gar kein Problem. Gar kein Problem. Geben Sie eine Mathe-Rechnung, ich rechne. So schwer sie auch sein mag. Hast es Pro-Gamer, da haben wir es. Breyer, du bist mir sympathisch. Ich zahle heute deinen Fahrschein. Das ist das Mindeste, was ich tun kann für einen süßen Kerl wie dich. Im Nachbarteil hat er wer gefurzt, möchte ich sagen. Bronk braucht mehr als 10 Minuten. So ist es, Laporte, ja. Ah ja, muss ich wieder Anomalie finden? Okay, in dem Raum. Wo ist Anomalie? Anomalie? 7x1. Vierte Stelle. 5 herab. 7. 7. 7. Rechne nach. 7x1. Komm mal raus. Ganz klar.
Ich muss die Anomalie finden. Anomalie? Hallo, bist du irgendwo da? Anomalie? Nee. Nee? Und nicht? Hä? Wo ist er? Nee, auch nicht. Pan hat auch ziemlich geflucht, hatte dann noch einen Bug bei der Lösung. Die geflucht? Na, das gibt's bei mir nicht. Nee, was hat sie gesagt? Hab's gegoogelt, es stimmt. Bleib hier. Das wirst du auch noch lernen. Du Albert Wurmstein, naja, was? Hey, aber was ist die Lösung? Vielleicht im Lüftungsschacht was drin? Nee. Sofort gesehen, mit meinen Adleraugen. Ich bin zwar 32, aber noch agil wie 10. Hast's gesehen? Wunderbar. Wo ist mein erster Platz? Bleibe relativ da vorne. Da vorne, direkt beim Fenster. Natürlich. So schnell wäre ich nicht auf die Lösung gekommen. Ich habe einfach nur geschaut, was anders aussah, aber... Warte mal. Nino... Okay. Ich würde nur gerne wissen, wie ich am Anfang ins Limbo gekommen bin. Inukatsuka. Okay. Einfach weiter. Das ist die Sau wieder mit dem Kopf! Putzi, bitte weisen Sie mir meinen Platz, ich habe ein erstes Ticket. Bleib mir relativ vorne. Vorne. Ich hoffe, der berührt mich jetzt nicht. Gehen Sie nur weiter! Haha! Es hat geklappt! Was? Der ist wieder drin. Was mache ich jetzt? Der ist wieder drin. Der will raus. So muss sein. Ja, ich bin ja da. Wie kann ich Ihnen helfen? Oh shit! Weißt du, da willst du den Leuten helfen. Da willst du ein guter Bürger sein. Kriegst es? Da kannst du wirklich. Das ist so. Ich wollte ihm raushelfen. Was denn du? Wir sind noch ein paar Stunden in der U-Bahn, wie sie aussieht. Wie spät ist es? Was ist jetzt schon wieder mit der Tür her, die Deutsche Bahn wieder? Was habe ich erwartet? Na, man will ja alles mal gesehen haben, gell? Man will ja nicht sagen, naja, gut, mein Putz, es ist ja nichts. Das ist immer so bei so Spielen. Ich kann es natürlich in ein Dings durchspielen. Aber man will. Liebes Verlepper, nicht für mich, mach ein Foto, ich mach auf den Geist. Sollen Sie ein Foto von mir machen, gell? Kennen Sie mich? Aus YouTube, haben Sie schon mal gesehen? Hä? Bisschen auffälliger getaucht noch. Ich sehe Sie. Ja. Das ist... Entschuldigen Sie, das drückt... Ich fühle mich gestört. Hören Sie sofort damit auf. Haben wir einen Polizisten hier im Chat? Ich möchte eine kleine Anzeige geben. Ich fühle mich gestört. Machen Sie das nicht. So ist auf der Gamescom. Leistung. Lass Sie mich in Ruhe. Was mache ich jetzt mit dir? Gib die Kamera weg. Gib weg. Sie nerven mich. Ich steige Ihnen auf die Schuhe, wenn Sie nicht aufhören. Ich schwör's. Okay, dann zeige ich halt ein bisschen Arsch. Meine Güte, die wirklich... Gib dir Karusongst. Ich geh. Hat's gestimmt? Sie haben mir ins Gesicht gefilmt. So, wir gehen. Nix. Gut, da auch. Okay. Wie spät ist denn schon? Ich mach bis 12. Ah, eine halbe Stunde noch.
Aber ich mag das Spiel, ich finde es super. Mir gefällt das Spiel. Wir machen bis 12 Uhr heute, by the way. Am Donnerstag 18 Uhr spielen wir ein Horrorspiel. Ich hoffe, ihr seid wieder da. Donnerstag 18 Uhr würde mich sehr freuen. Bitte Arsch ist immer. Ein bisschen Arsch ist immer gut, richtig. Oh, da ist er wieder. Ja, was mache ich denn? Zurück? Nee. Entschuldigen, helfen Sie den jungen Herrn da drüben. Was mache ich jetzt mich hin? Anweisung lesen. Oh, warte mal, steht das da? Nicht öffnen! Ah. Hä? Nicht öffnen, okay. Spielst du Donnerstag bis 12? Kommt drauf an, je nachdem. Aber, ja. Samba-Schnitzel, mein Schatz, neulich in Wien in der U-Bahn. Aber hört er dann irgendwann auf? Ah, ne, immer noch nicht. Bis 12 Uhr ist ja noch, am Ball. Ja, doch, wir sind eh bald durch. Ignoriert. Ja, Donnerstag habe ich auch endlich mal wieder fast den ganzen Abend. Ja, okay. Mag man das nicht, dass man angeführt? Kann jemand was ersetzt? Ja, machen Sie auf und sowas. Ja, was mache ich wirklich? Also, was mache ich? Ich mache nicht auf. Nein, ich mache nicht auf. Sumasen heißt Entschuldigung. Entschuldigen Sie. Ja, ich mache nicht auf. Aber. Ich glaube, er ist sehr hartnäckig. Die andere Tür geht auch nicht auf. Kann zuerst das Sand nicht aufmachen. Ah, er hat aufgehört. Ah. Was ist jetzt? What the fuck? Da kam eine Hand! Dreckige Fingernägel. Krieg ich auch einen Fuß? Hä, wie geil ist das Spiel? Oh, ich finde das Spiel so cool. Ich mag das so sehr. Stell dir vor, auf einmal kommt ein Pipi durch, ha? Da würden wir aber alle nicht mehr so lustig schauen. Da würden wir alle, ha? Stell dir vor, auf einmal kommt da hier... Der Kolben! Wisst ihr, was ich meine? Da würden wir uns aber alle wundern! Ich sag, wie es ist! Oh. Oh, das ist ein Arsch! Bye, wir ready! Danke für den Regift, jetzt hab's! Dankeschön! Vielen Dank! Danke dir, mein Schatz! Natürlich denkt er sowas. Hä? Aber die Idee ist, finde ich super! Danke, Mama Reality, danke für drei Gifte Zaps und danke, Lady Flinging, fürs dritte Monat. Dankeschön euch, vielen Dank. Dankeschön. Was heißt, ich denke an sowas? Ich denke nur das, was der Chat sich. Ich sag nur das, was der Chat sich denkt. Das ist der Unterschied. Steht da oben was? Ne, ist gut. Ey, Leroy, danke dir nochmal für dein... Ich glaube, 10 Euro was oder so, Leroy. Vielen Dank und danke, dass du da warst. Ich hoffe, wir sehen uns am Donnerstag wieder. Würde mich sehr freuen. Leroy, gute Nacht, mein Schatz. Dankeschön, dass du zugeschaut hast. Ich hoffe, dir hat Spaß gemacht. Und folgt mir gerne auf meinen Discord und auf Twitter und Instagram und sowas, wenn ihr noch nicht habt. Auf Instagram poste ich auch manchmal, dass ich live bin. Do not move when it's bright. Oh, ich darf mich nicht bewegen, wenn es... Donnerwetterblitz! Oder wie ist es? Redland, Greenland. Hab dich. Ist ein bisschen creepy, oder? Und auf warum ich immer sage Discord? Auf Discord, wir haben, darauf möchte ich kurz aufmerksam machen, wir haben auf dem Discord auch immer noch, genau, ich kann es sogar jetzt hier zeigen, auf meinem Discord habe ich
immer noch hier da, von der DKMS. Wir haben uns zusammengetan mit der DKMS und da habe ich einen eigenen Link. Und ich möchte kurz an dieser Stelle unser Spiel hier, da, von der DKMS. Und wenn ihr bei der DKMS euch anmeldet, ich habe einen eigenen Code. Und DKMS ist quasi Knochenmark-Spende. Ne? Und da kann jeder mitmachen. Ihr kriegt alles. Ihr müsst einfach nur in den Röhrchen spucken und das eindingseln und einschicken. Es ist alles dabei, es ist frankiert, es kostet euch keinen Cent, es wird zu euch geschickt. Ihr füllt das aus, spuckt es in den Röhrchen rein und dann kriegen die das. Und dann, und an eure Spucke kriegt man euren, also an eure Spucke wird eure DNA bemessen. Und irgendwo auf dieser Welt, wenn eine Person zum Beispiel Knochen, Krebs hat, und der eine Knochenmarkspende braucht, dann braucht derjenige, glaube ich, so habe ich das verstanden, einen genetischen Zwilling, der mit eurer DNA übereinstimmt. Und wenn ihr dann dieses Röhrchen spuckt, dann wird eure DNA im Internet, wird nicht im Internet, sondern bei denen in deren Datenbank aufgefasst. Und wenn ihr dann mal irgendwann gebraucht werdet, um ein Leben zu retten für eine Knochenmarkspende, dann werdet ihr angeschrieben. Und das kann niemand. Blut spenden, was es gibt, Blut spenden. Und es kann sein, dass ich ein Blut habe und wir unter Romeo und ich, wir haben dasselbe Blut. Ja, das gibt's öfter. Aber diesen genetischen Zwilling, das den zweimal gibt, das ist einmalig. Und so spielt Apple Lava, hat geschrieben, hat mich über Putzilink registriert und diese Woche ist der Ausweis gekommen. Du kriegst unseren Ausweis und Apple Lava hat zum Beispiel mitgemacht und das kann dir niemand abnehmen. Die Apple Lava ist von der DNA einzigartig, aber es gibt einen Zwilling oder vielleicht noch irgendwem den. Aber es kann niemand für die Apple Lava gehen, weil wenn Apple Lava DNA gebraucht werden würde, dann kann nur sie gehen. Und es geht halt darum, wenn du Krebs hast zum Beispiel. Und das ist halt sehr geil. Macht's da gerne mit. Es kostet euch keinen Cent. Wir haben einen Link und am Ende des Jahres würde ich gerne über diesen Link kann man tracken, wie viele Leute haben da teilgenommen. Hey Putzi, noch eine Neuigkeit. Ich hab schon wieder mehr Haare als du, KKW Spaß. Will nur noch mal dir und dem Chat danke sagen, Kapuzen auf Kapuzenerz. Und die Drangelitane, die hatte zum Beispiel vor einem Jahr Krebs. Na, Brustkrebs, nicht Knochenmark. Und jetzt schreibt mir die blöde Kuh, hey Putzi, noch eine Neuigkeit, ich habe schon wieder mehr Haare als du. Ich verstehe. Du Dreckschwein. Danke für 5 Euro, Philipp. Du Fred, du, ich verprügel. Du, ich glaub nicht, dass ich verprügel. Ich verprügel. Das ist mir scheißegal. Danke für 5 Euro. Vielen Dank. Danke, meine hübsche Fee. So eine Frechheit, wirklich. So eine Gemeinheit. Greenministerin, sag auch mal was. So eine. Aber macht's da gerne mit. Das ist mir wirklich ein Anliegen. Ich würde mich freuen, wenn am Ende des Jahres vielleicht ein paar Leute da mitgemacht haben. Über meinen Link. Das ist ein Tracking-Link. Würde mich sehr freuen. Und das ist kein Sponsoring mit der DKMS. Ich krieg dafür keinen Cent, was ich auch gar nicht wollen würde. Das ist einfach nur, weil wir uns gesagt haben, komm, wir machen mit der Community ein Projekt. Und wenn da vielleicht, das wäre sehr geil. Also lest euch gerne durch, macht es da gerne mit, würde mich sehr freuen. Danke, Italia, vielen Dank für den Euro, Dankeschön, vielen Dank für den Support. Danke dir, meine Hübsche. Frage ist, ob man das machen kann, wenn man RDS-Medizin nimmt. Lindmann, ich glaube, ja. Da müsstest du, ich mach das ja auch, da müsstest du nur wahrscheinlich kurz pausieren. Du kannst ja trotzdem auch Blut spenden, aber du müsstest, glaube ich, ein bisschen pausieren. Aber ja, aber mach's trotzdem. Du musst, das Ding ist, du, wenn du einen Brief kriegst oder so, dann musst du es ja nicht annehmen. Aber ich bin immer großer Fan von, wenn du Leben retten kannst und es kostet dich nichts, nur ein bisschen Zeit. Aber das ist okay. Ja, den anderen kostet das Leben, dann soll es mich vielleicht ein paar Stunden kosten. Ich finde das in der Relation ist immer so leicht, finde ich, zu beantworten. Ey, Mr. Cantus, ich hoffe, wir sind hier am Donnerstag, mein Schatz. Danke, dass du da warst. Schlaf gut und ich hoffe, dir hat es gefallen. Vielen lieben Dank. Dankeschön. Bitte gerne in der Datenbank, aber an alle, die es noch nicht gemacht haben, macht es bitte. Genau, es kostet euch nichts, nur ein bisschen Zeit. Aber dem anderen, wie gesagt, kostet es vielleicht das Leben. Und ich finde, da ist, wie gesagt, so ein paar Stunden Zeit hat man da, kann man da, finde ich, schon sich nehmen. Versuchen wir es. Mister, kann ich mich sehr freuen. Schlaf gut und danke, dass du da warst. Okay. Gibt eine Liste, womit man darf bezüglich Medikamenten und Erkrankungen? Auf der Seite gibt es sicher, ja. Oh, hier, Chat, Unterschied suchen. Wir müssen wieder Anomalie suchen. Anomalie.
Rantje, danke fürs erste Monat. Herzlich willkommen. Dankeschön. Gibt's mal der Rantje ein paar Kakteen. Die ist neu. Die ist süß. Das kann ich jetzt schon sagen. Anomalie suchen, Chat. Ich bin seit Jahren in der Datenbank, aber wurde noch nicht angeschrieben. Ich bin auch schon seit 2-3 Jahren abgefunden. Ich bin auch schon seit 2 Jahren, aber... Ist auch, aber ja, man wird auch vielleicht nie angeschrieben, ne? Aber es ist halt gut, wenn man es hat. Ich will einmal, das Ding ist, ich hätte so Bock auf sowas, ich würde gerne mal ein Leben retten. Ich hätte so Lust drauf. Also ich finde, sich auf die Brust zu schreiben, dass man mal ein Leben gerettet hat, ist schon... Oh, geh nicht raus. Das war das und wir sind vorausgegangen. Das ist das Limbo-Ding-See. Ich finde es einfach cool zu sagen zu können, ich habe ein Leben gerettet. Das ist einfach cool. Ich finde auch cool. Jetzt dürfen wir nicht raus. Das ist das. Ja, Lale, das ist vom Exit-8-Macher. Genau, das ist das Spiel, das Neue von ihm. Nicht rausgehen jetzt. Warum sollte man sich das auf die Brust schreiben? Nee, aber es ist einfach cool, das sagen zu können, finde ich, oder? Es ist einfach cool, sagen zu können, man hat ein Leben gerettet. Das ist doch einfach... Das ist so... Weiß ich nicht. Es ist einfach cool, das finde ich, behaupten zu können von sich, oder? Also... Natürlich ist es immer schöner, wenn keiner krank ist oder keine Not und dann muss man das nie machen, ja? Aber ich finde, es ist einfach cool, sagen zu können, ich habe ein Leben gerettet. Das finde ich einfach so, weiß ich nicht, das ist einfach, habe ich schon zweimal, krass. Putz, du bist der Erste, der meinen Namen richtig ausgesprochen hat. Lale, was sagt der? Lale oder wie? Lale, das ist, weil ich das gefühlt habe. Das habe ich gefühlt. Lass dich küssen, mein Schatz, wie geht's dir? Habe ich schon mal versucht, doch der Herr hat leider nicht überlebt nach 20 Minuten Herzrhythmus. Aha, okay. Aber du hast es versucht. Na, dann war es so. Da kann man sich kein... Scheiße! Da kann man sich kein Vorwurf machen! Blutspenden ist auch so wichtig. Haben wir letztes Jahr. Aber ich sollte auch dieses Jahr wieder mehr Werbung dafür machen. Ab wann sprung... Oh, hier ist bei der OB-Sprungangriff. Kennst du noch? Letztens hattest du auch so ein Zugspiel gespielt, wo du rausgehen musst. Das erinnert mich voll daran. Oh, das ist aber lange her hier, oder? Ei, Apple. Ich habe einen Hitschlag auf der Expo damals in den Ofen. Ja, okay. Tut mir leid. Ja, so ist manchmal so. Ist halt traurig, aber... Oh je. Lassen Sie mich in Ruhe! Hätte gibt's zweimal. Na, das versuche ich mal. Du hast dein Bestes gegeben, kann man keinen Vorwurf machen. Ist schade, aber schlecht wäre es, wenn du es nicht versucht hättest. Blutspielen darf ich nicht. Ich sollte nicht nach draußen, nehme ich an. Aus dem fahrenden Zug springen ist, glaube ich, nicht so geil, ha? What the fuck, wo bin ich jetzt? Bin ich da? Hachibahn, ich bin da! Das ist Endstation! Oder bin ich jetzt im Himmel? Ich muss raus. Das ist... Ein Ende gibt's noch. Ein Ende gibt's noch welches? Welches Ende gibt's noch? Kommt noch irgendwas? Ah. Hey, kommt noch irgendwas? Anomalie 4? Was heißt Anomalie 4? Max Mustermann! Was heißt Anomalie 4, Chat? Hoffentlich bin ich nicht mehr böse. Noch muss ich! Sorry, keine schlechte Stimmung, wollte nur mit Respekt aussprechen. Was hast du denn geschrieben?
Vier musst du noch finden. Nein, jetzt musst du vier Anomalien überstehen. Vier Anomalien? Oh, wir sind noch nicht durch? Ich finde es schön, dass ihr ein Geschäft bin. Ich froh darüber, dass ihr mit Sanders versorgt. Ach nee, Loch muss ich kann ruhig sagen. Ne? Tut mir leid, mein Hübscher. Aber warte mal, Lochmusikus, ich hab's gar nicht gelesen. Aber jetzt muss ich jetzt vier einfach weitermachen? Please check electric signs. Ja, okay, vier. Okay. Fand ich leider ziemlich verwirrend und sehr kurz. Exit 8, wenn die wegen, obwohl die Anomalien. Okay. Anomalie 4. Vier Anomalien. Okay, müssen wir noch finden, Chat. Wir sind noch nicht durch, aber gleich. Check Electric Science, okay. Ah ja, hier, wieder untersuchen und was fehlt, okay. Es ist sehr kurz, ne, leider. Aber sehr geil. Ich fand die Idee und die Umsetzung, also auch wenn es kurz ist, aber das Ding ist, ein gutes Horror-Game muss nicht lang sein. Ein gutes Spiel muss nicht lang sein, ne. Also klar, ich verstehe schon, wenn ein Spiel 60 Euro kostet, was viel Geld ist, aber es hat mich super gut unterhalten und es waren nur 6 Stunden lang, dann ist es vielleicht ein bisschen kurz, aber es ist mir lieber, 6 Stunden super gut unterhalten zu werden, als dass ich die Scheiße dann 50 Stunden lang gestreckt. So was habe ich auch nichts davon. So, ne? Also, ein gutes Spiel muss nicht lang sein. Es ist natürlich cool, wenn es lang ist, länger zu spielen, aber ein gutes Spiel kann auch gut sein, wenn es nur 6 Stunden dauert. Was halt sehr kurz ist, ja, aber. Also, aber das kommt aufs Spiel an, ne? Also, ein Assassin's Creed wäre für 6 Stunden zu wenig. Aber das Spiel wäre für 6 Stunden vielleicht zu lang, weißt du so? Aber es hat auch keine 60 Euro gekostet. Wieso läufst du immer vorbei? Ich sage, ich sehe es nicht. Sein Handy-Display? Nee. Ich sehe es nicht. Ihre Augen? Oh, lol, ich habe es nicht gesehen. Oh, okay, ich habe es nicht gesehen. Okay, jetzt nur noch 3 Anomalien, oder? 3 Anomalien, okay. Okay, da ist nichts, wir gehen weiter. Okay, da ist die komische wieder. Ja, wir laufen weiter. Nein, warum? Wieso? Aber Gott sei Dank muss ich. Okay. Check it out. Okay, dort trotzdem nur 3. Aber was habe ich denn tun sollen? Du sollst. Also ich soll sie ansehen. Ah, okay, ich soll sie ansehen. Okay. Ja, das muss ich. Schau sie an! Und jetzt? Soll ich näher hingehen? Do not look away. Ah ja, schau nicht weg. Und zum Ausgang gehen. Nee, aber da kann ich die Tür hier nicht aufmachen, oder? Obwohl, du wirst wahrscheinlich recht haben. Hä, wie mache ich jetzt die Tür auf? Ich kann nur nicht hinschauen und. Wie soll ich denn aufmachen, die Tür? Oh, okay, beeilen. Okay. Anomalie 2. 2. Turbo rückwärts gehen. Ja, ich dachte halt, da bin ich kurz weg schon, dass die mir dann nachläuft. Aber ist nicht so gewesen. Nummer 2. Da geht's raus. Oh, da steht er. Da durch.
ich doch nicht, was ich tun soll. Ich habe Angst, dass ich ihm... Das Spiel sieht... Ja, wow, das ist super, das Spiel. Da ist auch wer. Okay, hier lang? Ja, hier lang. Hey, wie cool gemacht. Gute Idee. Eine noch. Will das Spiel, dass ich alle Anomalien entdecke? Ist das gerade, was ich mache? Also zeigt das Spiel mir alle Anomalien, die ich noch nicht gesehen habe, quasi? Also eine habe ich noch nicht und dann sind wir fertig? Können wir vorstellen, ne? Transregulion, wir wollen das. Ja, ich will das ja auch. Keine Anomalie, alles normal. Find's wirklich gut. Also super gut. Ich muss mal sagen, sehr leicht. Also es gab dieses eine U-Bahn. Es gab dieses eine U-Bahn-Game, was echt leicht war. Was echt schwer war. Aber super gut gemacht. Oh. What the hell? Haben wir das Ende? Oh, ich bin endlich da! Da komme ich doch nicht zu spät zum Geburtstag! Wer auch immer heute hat. Oh, das ist Exit 8! Oder? Ist es die Station nicht? Ist es die Exit 8 Station? Das ist die Exit... Oder? Oh, ne! Oder? Habe ich mein Ticket mit? No! No! Wie geil! Exit 8! No! Wie geil ist das denn? Das ist ja so... Oh, die Idee ist ja so gut. Die Idee ist ja mega nice. Was für ein gutes Spiel. Oh Gott, ich hoffe, der macht das immer weiter so. Ich hoffe, der macht einen dritten Teil und einen vierten. Und es knüpft immer an das andere an. Das wäre ja so nice. Ey, das war so gut. Das war ultra nice, das Spiel. Wow. Oh Gott, ich hoffe so sehr, der macht mehr. Ich hoffe so, der macht mehrere Spiele. Es wäre geil, wenn das so eine Story erzählt. Wow, war das gut. Wow, hat mir das gut gefallen. Ich fand das richtig stark. Was ist denn? Oh, Trolli, der Name ist auch ein Programm, oder? Ihr seid alles bloß Behinderungen. Ja, aber der so schreibt, hat auch irgendwo eine, ne? Oh, war das gut! Ich fand das richtig gut! Wow, ey, das war ja Hammer! Und wenn einer vorher gefragt hat, Robert, könnt schon baden, reicht schon. Das ist ein ganz anderes Spiel. Aber weil einer gefragt hat vorhin,
Hier, da. Wer bei einer Folge gefragt hat, was ist Exit 8? Es gibt ein Spiel von demselben Machern. Und genau, das sind alle wunderbar, so ist es. Und das ist das Spiel, Exit 8. Der hat das auch gemacht. Und das Spiel, und das ist das Spiel. Und das Ende gerade hat an, also für die Leute, die das nicht sich auskennen, hat an das Spiel, was der zuerst gemacht hat, angeknüpft. Also das heißt, wir sind erst damit erobern und dann dadurch. Also der hat da angeknüpft. Also das ist quasi, das ist da quasi der zweite Teil. Und wer das noch nicht gesehen hat, auf meinem zweiten Channel habe ich das hochgeladen. Also wer das noch sehen will, Kapuzenwurm Exit 8. Da. Also ich habe auf meinem Channel, wer das gerne nachschauen würde, da habe ich den Part oben. Hier, Exit 8. Da. Das war vor 6 Monaten. Vor 6 Monaten haben wir das gespielt. Wer es noch